Die offizielle Geschichte basiert grundsätzlich auf bestimmten Lügen, nachdem sich die Siegermächte meist nach grausamen Kriegen darauf geeinigt haben. Das hatte schon Napoleon deutlich erkannt und kommuniziert. Alte mächtige Männer, leider mittlerweile auch Frauen, erklären die Kriege und junge Soldatinnen und Soldaten verlieren ihr Leben. Die Gründe, die man für diese furchtbaren Geschehnisse vorschiebt, an denen die Töchter und Söhne der Mächtigen natürlich nicht teilnehmen, oder wenn überhaupt, dann nur in sicheren Kriegsgebieten, um über die Medien einen Patriotismus auch der führenden Politiker vorzugaukeln, sind immer die gleichen. Es geht angeblich um die Verteidigung der Freiheit, der Demokratie oder den Schutz der Bevölkerung vor externen bösen Staatsführern, die die Welt oder zumindest ein Land versklaven wollen. Die wirklichen Gründe dieser mittlerweile globalen Aggressionspolitik dürfen natürlich gar nicht hinterfragt werden. Im Jahre 1963 gab es eine geheime Gruppe von amerikanischen Wissenschaftlern, die man von Seiten der US-politischen Führung meist aus privaten Instituten zusammenstellte. Wenn es um wirklich wichtige Gutachten geht, bedient man sich eher selten der staatsabhängigen Behörden und Geheimdienste, deren Sichtweise oft durch dogmatische Machtprägung der Regierungen zu stark eingeschränkt ist, um auch nur halbwegs objektiv zu denken. Iron Mountain, der Eisenberg, nennt man ein bestimmtes Areal in New York am Hudson River, wohin man die Wissenschaftler einbestellte. Dieser Ort ist eigentlich nur ein gigantischer Atomschutzbunker, den sich die politische Führung und die Bosse der Konzerne angelegt haben, um nach einem Atomangriff ihre Tätigkeiten wieder aufnehmen zu können. Dieser ungewöhnliche Treffpunkt der Experten unterstreicht die verschwörungsgeprägte Sitzung. Nach überlieferten Aussagen waren die meisten Wissenschaftler vor der Vorladung absolut überrascht worden. Es gibt Berichte, nach denen sich die Spezialisten untereinander nur vom Hören und Sagen kannten, zumal die Forschungsbereiche komplett unterschiedlich waren. Die Gruppe bestand vermutlich aus 15 Personen, die nicht alle den akademischen Disziplinen zuzuordnen waren. Es kamen Vertreter der Naturwissenschaft, der Soziologie, der juristischen Fakultäten, aber auch der Geisteswissenschaft. Außerdem waren noch eine Unternehmerpersönlichkeit und ein Rüstungsplaner dabei. Offenbar war ein wesentliches Auswahlkriterium die Eigenschaft, auf mindestens zwei Fachgebieten über besondere Leistungen und Auszeichnungen zu verfügen. Die definierte Aufgabe dieser speziellen Kommission war es, sich mit dem Thema eines dauerhaften Friedens auseinanderzusetzen. 1963, also 18 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde dem Macht- bzw. Geldmonopol offenbar klar, dass ein dauerhafter Friede auf der Erde aus gesellschaftsstruktureller Sicht sehr viel Probleme aufwerfen könnte. Wer sich mit meinen Büchern, speziell dem Währungscountdown, beschäftigt hat, wird viele der beschriebenen Thesen nicht mehr ins Reich der Fantasie ablegen. Die bekannten inszenierten Kriegsgründe oder Beschleuniger, wie die berühmten Schiffsversenkungen 1898 in Kuba, die Maine, oder 1915 im Atlantik, die Lusitania, aber auch der zweifelhafte Angriff der Japaner in Pearl Harbor hatten offensichtlich immer nur das Ziel, durch furchtbare Kriegsleiden die Menschen dieser Welt in Angst und Schrecken zu halten, damit sie dem Machtmonopol gefügig blieben. Auch die aktuellen Regierungen, die bekanntlich von diesem Geldmonopol durch Lobbyverbände und so weiter abhängig sind, können auf jahrhundertealte Erfahrungen zur Kriegsinszenierung zurückgreifen und machen offenbar bis heute häufig und auch gnadenlos Gebrauch davon. Die Einführung der Demokratie vor ein paar hundert Jahren in Großbritannien war ein erster Schritt, um nicht permanent gegen die Bevölkerung anstrengende Kriege führen zu müssen und trotzdem die rücksichtslos angeeigneten Pfründe des Empire zu sichern und auszubauen. Das dreiteilige Machtsystem der Engländer, sprich die City of London, also die Hochfinanz, das Königshaus und das parlamentarische Unterhaus, wobei die letztgenannte Institution wohl über den geringsten Einfluss verfügt, verstehen nur ganz wenige. Durch die demokratischen Strukturen ist das Rebellionspotenzial der Bevölkerung stark eingeschränkt worden,
da die Menschen ja glauben sollen, sie hätten durch ihre Stimmabgabe bei den Wahlen die Regierungen selbst gewählt. An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf meinen kürzlich erschienenen Aufsatz Demokratie als Religion verweisen, welchen Sie auf unserer Homepage nachlesen können. Das Ziel der Macht scheint also zu sein, ohne Kriege die Bevölkerung weiterhin ausnehmen zu können. Aber genau dies scheint nicht so einfach zu sein. Es stellt sich nämlich die Frage, ob die Menschen überhaupt ohne Kriege in gesellschaftlichen Strukturen leben können oder ob die bestehenden Systeme im Chaos versinken würden, wenn die machtgeförderte Angst wegfällt. Eine hochspannende Frage. Viele Menschen reden gern von einem allumfassenden Erdenfrieden, in dem man in harmonischer Eintracht leben kann. Wenn wir allerdings kleine Kinder beobachten, erkennen wir bereits schon dort ein gewisses Aggressionspotenzial, wenn es zum Beispiel um den Besitzstreit von simplen Backförmchen in der Sandkiste geht. Fast alle kleinen Jungs wünschten sich während meiner Kindheit zum Beispiel eine Spielzeugpistole, auch ich gehörte dazu. Manche bekamen von ihren Eltern eine solche Cowboy-Waffe geschenkt, aber einige auch nicht, da die Erziehungsberechtigten gewaltverherrlichende Spielzeuge ablehnten. Das Ende vom Lied war, dass diese Kinder sich im Wald eine Pistole aus Holz schnitzten, um einfach dazuzugehören. In der heutigen Jugend sind brutalste Videospiele an der Tagesordnung. Offenbar brauchen viele Menschen diese Gewaltventile. Und wenn es im Fußballstadion ist, wo verfeindete Fans aufeinander losgehen, hören wir jeden Tag in den Nachrichten. All diese Phänomene sind nicht von der Hand zu weisen und stellen die Machtsysteme vor die permanente Aufgabe, diese latenten Aggressionen zu kanalisieren. Genau hier liegt wohl die Hauptaufgabe der sogenannten Expertengruppe des Jahres 1963, sich 2,5 Jahre mit dem Thema Friedensspiele zu beschäftigen. Man arbeitete offensichtlich an Ersatzkriegskonzepten, um die Strukturen der Gesellschaft aufrechtzuerhalten und die Menschen weiterhin im Interesse der eigenen Macht und des materiellen Reichtums ausnutzen zu können. Das Ergebnis dieses Gutachtens wurde natürlich nicht in ganzer Dimension veröffentlicht, denn dann würden viele Menschen vermutlich im Rahmen einer Überforderung durchdrehen. Da man nur wenige authentische Dokumente zu diesem Thema findet, stattdessen allerdings Unmengen an nicht belastbaren Beweisen, möchte ich nicht wirklich konkrete Details des Reports of Iron Mountain ansprechen. Wir brauchen uns allerdings nur umzusehen. Im ganz normalen Leben, dann erkennen wir deutlichste Umsetzungsmaßnahmen. Auch hier wird von den Mainstreamern gern ins Feld geführt, dieses Gutachten wäre nur als Satire gemeint gewesen, aber das ist wirklich egal, denn auch Kabarettisten beschreiben meist die Wahrheit, nur mit anderen Mitteln. Wie dem auch sei. Aus dem Gutachten soll hervorgehen, eine planmäßige Unterdrückung von Minderheiten als wichtigen Faktor für eine regierbare Welt anzusehen, ja sogar eine Versklavung im positiven Sinne wieder einzuführen. Wobei mir bei diesen Zeilen sofort die heutige, bei den Banken verschuldete Menschheit einfiel, deren Situation nicht selten mit dem Begriff Schuldensklaverei betitelt wird. Auch die Luft- und Wasserverseuchung als Teil des Programms eines ständigen Friedens würde wohl kaum ein normaler Mensch verstehen, selbst wenn man diese Aussage erklären wollte. Weniger schocken würde es die Völker vermutlich, wenn man in dem Gutachten in der Zukunft die Kinderzeugung nur noch in der Retorte stattfinden lässt. Massives Erschrecken könnte dagegen die Empfehlung der Kommission auslösen, dass man nach einer bestimmten Berechnung ein Optimum an Menschenleben argumentiert, die alljährlich durch gezielte Kriege vernichtet werden müssen, um einen dauerhaften Frieden zu erreichen. Die Experten von Iron Mountain haben vermutlich alle Gedankengänge ohne jegliche Einschränkungen zugelassen, um fernab moralischer oder politischer Vorstellungen diese genannten Friedensspiele zu vollziehen, und die Vermutung liegt nahe, dass die Kommissionsergebnisse viele Menschen erstarren lassen würden. Offenbar hat man bis heute noch keine echte Alternative zu den Kriegen gefunden, um die Gesellschaftssysteme vor dem Zerfall zu bewahren. Denn auch nach dem Report of Iron Mountain brach man überall auf der Welt neue Kriege vom Zaun. Es heißt so schön, dass das Erste, was im Krieg stirbt, die Wahrheit ist.
Aber die wird doch schon lange vor einem Krieg getötet. Durch groß angelegte Medienmanipulation müssen doch die Völker erst einmal kriegsreif gelogen werden, um das natürliche Aggressionspotenzial zu entfesseln. Es drängt sich mir der Eindruck auf, dass auch Kriegsalternativen groß angelegt ausprobiert werden, die auf dem Expertengutachten der 1960er Jahre fußen könnten. In den 70er Jahren versetzte man die Menschheit weltweit in die Angst vor einer bedrohenden Eiszeit. Dieselben Wissenschaftler warnen uns heute vor einer Klimaerwärmung, nachdem es dummerweise nicht kälter wurde. Hauptsache Angst heißt die Devise. Die aktuelle Pandemieaktion, die man derzeit mit der sogenannten Schweinegrippe propagiert, basiert offensichtlich ebenfalls auf Lug und Trug, dient aber der Führung der Menschen, denen man, nachdem sie in Angst geraten sind, eine Rettung durch sinnloses oder besser gesagt schädliches Impfen verspricht. Die unkritischen Äußerungen des neuen Gesundheitsministers Philipp Rösler zeigen deutlich, wie sich selbst junge Politiker vor den Karren des Geldmonopols, in diesem Fall des Pharmaaggregats, spannen lassen. Ob wissentlich oder nicht, spielt dabei eher keine Rolle. Wir werden sehen, wie viele Menschen an dem vermeintlichen H1N1-Virus versterben müssen, um das zweite große steuerfinanzierte Konjunkturpaket nach der unseriösen Abwrackprämie zum Erfolg zu verhelfen. Ich verweise noch einmal auf meinen Aufsatz Hintergründe zur aktuellen Panikmache vom 13.06.2009, den Sie ebenfalls auf unserer Homepage nachlesen können. In Anbetracht der aktuellen dramatischen Pandemieaktion möchte ich deutlich machen, dass viele Indizien dafür sprechen, dass die medizinischen Grundlagen der Impfungen auf gefälschten Forschungsergebnissen des berühmten Mikrobiologen Louis Pasteur, der 1822 bis 1855 lebte, beruhen könnten. Aber natürlich dürfen solche Aussagen niemals offen diskutiert werden. Könnte es sein, dass die meisten Impfungen grundsätzlich überhaupt nichts bringen, abgesehen von Nebenwirkungen, die die Menschen kranker machen? Solche Fragen lässt unsere dogmatische Gesellschaft gar nicht zu. Ich möchte Ihnen einen Auszug aus der mexikanischen Tageszeitung La Jornada zuteilkommen lassen. Die Überschrift hieß damals »Mexikanische Gedanken zur Schweinegrippe, Pandemie als Profitgier bzw. Profitgeier«. Auf der Erde sterben jedes Jahr 2 Millionen Menschen an Malaria, die ganz einfach durch ein Moskitonetz geschützt werden könnten. Und den Nachrichten ist es keine Zeile wert. Auf der Erde sterben jedes Jahr 2 Millionen Mädchen und Jungen an Durchfallerkrankungen, die mit einer isotonischen Salzlösung im Wert von ca. 25 Cent behandelt werden könnten. Und den Nachrichten ist es keine Zeile wert. Die Masern, Lungenentzündung und andere mit relativ preiswerten Impfstoffen heilbaren Krankheiten haben jedes Jahr bei fast 10 Millionen Menschen den Tod zur Folge. Und den Nachrichten ist es ebenfalls keine Zeile wert. Als aber vor einigen Jahren die famose Vogelgrippe ausbrach, überfluteten uns die globalen Informationssysteme mit Nachrichten, Mengen an Tinten wurden verbraucht und beängstigende Alarmsignale ausgegeben. Soweit zur objektiven Berichterstattung unserer Massenmedien. Es muss doch erlaubt sein, die Frage der Seriosität zu stellen, wenn man in bestimmten Intervallen von Waldsterben, dem Ozonloch am Südpol oder den Schurkenstaaten der arabischen Welt fabuliert. Liebe Freunde der Wissensmanufaktur, bitte diskutieren Sie diese Dinge in Ihrem Umfeld und fordern Sie Ihre Bekannten auf, diese Themen ebenfalls weiterzugeben. Dann haben wir eine Chance, irgendwann auf hohem Niveau die Zusammenhänge dieser Welt ernsthaft zu diskutieren. Denn ich glaube sehr wohl, dass man auch nachhaltig in einer echten friedlichen Welt leben kann, allerdings im Rahmen einer neuen geistigen und sachlichen Lebensordnung, wie sie vermutlich auch einmal unsere Vorfahren lebten. Leider entsteht die offizielle Geschichte halt aus den vereinbarten Lügen der jeweiligen Machtinhaber, wie ich eingangs erwähnte, weshalb bestimmte historische Wahrheiten halt unter der Decke gehalten werden müssen, damit die Untertanen, also wir, nicht anfangen, autark zu denken. Wir müssen uns wohl oder übel mit den Ursachen dieser Welt auseinandersetzen
um uns von dem Globalisierungswahn zu lösen. Mein konkreter Tipp: Lassen Sie sich nicht einreden, dass man es vermeiden sollte, sich mit diesen dunklen Themen zu beschäftigen, da man dann angeblich zusätzliche Energie in die bösen Mächte investiert und sie dadurch noch stärker macht. Dieses oft gehörte Dogma könnte gerade von dem bestehenden Machtsystem in bestimmte Bevölkerungsteile infiltriert worden sein, damit sie ihr Spiel entspannt weiter durchziehen können. Ein afrikanisches Sprichwort sagt: Ein intelligenter Feind ist mehr wert als ein dummer Freund. Im Interesse einer persönlichen Weiterentwicklung halte ich diese Aussage nicht unbedingt für abwegig. In diesem Sinne, Ihr Andreas Popp.